Ich sehe schon kommen, das ist. Oder? Nee, das ist keine Escort-Mission. Wieso darf ich dann nur mit drei Leuten rein? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Also auf Ebene 8 müssen wir einen Wechselort finden und ansonsten kriege ich die Zielebene sowieso immer angezeigt. Dann kloppen wir uns da mal durch. Oh, ein Myrapler möchte ins Team genommen werden. Ja, komm. Her damit. Was? Jetzt ist die gute Frage. Ist das. Ach ja, stimmt. Pokémon haben hier noch gar kein Geschlecht in diesem Spiel. Ah, das heißt, ich kann diesem Myrapler irgendeinen Namen geben. Was machen wir denn da? Kenne ich irgendjemand, der gern ein Myrapler ist? Weißt was? Damit der auch mal wieder irgendwo eingebaut ist, dann nennen wir dich jetzt einfach Timon. Hause schicken kann ich den hier noch nicht. Das geht dann erst in Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Yay, Level 21. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Bitte Lockduft ausmachen. Lockt mir nur irgendwelche komischen Mogelbaums an. Treppe, Treppe, Treppe. Geld, Geld, Geld. Ach Gott, macht er das jetzt so lange, bis wir bei ihm dran sind? Ja. Oh mein Gott, zwei Schaden. Ein Apfel. Noch ein Apfel. Moment, wo muss ich jetzt hier nochmal hin? Also auf E8 ist die erste, okay. Machen wir mal den ganzen Fluchtwerkzeugs da wieder weg. Weniger. Ebene 5. Silbeere, Geld. Liegt auch Geld. Heute habe ich kein Glück mit den Treppen, habe ich das Gefühl.
wieder eine unreife Frage, ja, Beere. Unreif deswegen, weil sie noch grün ist. Normalerweise sind Fragierbeeren nämlich blau. Ein Ladybar. Geld. Oh, hey, eine Treppe. Chris hier erreicht Level 20. Und Ebene 8. Nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen. Schon wieder kaum mehr AP. Okay, hier ist eine Sackgasse. Kämpfen wir halt so weiter. Timon erreicht Level 8. Eine unreife Fragierbeere. Und ich habe den Wechsellauf verpasst, oder? Ja, habe ich. Na, das passiert immer, wenn einem die Zielebene nicht angezeigt wird. Haben sie aber auch blöd gemacht. So, jetzt wird mir die Zielebene angezeigt. Magen knurrt. Timon bleibt einfach stehen. Dann soll er halt. Nur mal so, Moment. Ach, ich komme immer wieder durcheinander. Taktik muss ich doch gehen. Oder nee, IQ war's. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. So. Dann überlebt er das Ganze wenigstens. Geld. Moment, nicht vergessen, ich muss hier noch was machen. Ich muss ja hier noch jemanden finden. So. Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Ja, ich möchte fortsetzen. Ein Floragummi. Der ist für Pflanzen-Pokémon. Und ich glaube, ich esse jetzt doch lieber mal einen Apfel.
Dieser Ultraschall ist echt verdammt stark. Da ist das Tanheel. Ja, jetzt möchte ich den Dungeon verlassen. Haben wir zumindest zwei Missionen erfüllt. So. Oh. Ein Partnerareal. Das ist ja nett. Uns da einfach so ein Partnerareal als Belohnung. Das finde ich ja super. So. Was haben wir denn heute hier drin? Hunger. Ja, das müssen wir uns auch nicht durchlesen, aber wir haben hier noch ein extra Blatt. Kilian Unschuldig, Teil 2. Zu den Ereignissen sagte Glurak: Das dachte ich mir von Anfang an, hahaha. Despotar fügt hinzu: Dieser Schurke Gengar, so kommt er uns nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel. Voll random das Ganze. Da haben wir auf jeden Fall eine Mission für die Lapis-Höhle. Nehmen wir mal mit. Wie viel Geld haben wir? Genug für das letzte Partnerareal. So, dann haben wir die Magnetmine jetzt auch. So. Ich nehme mal das ganze Geld noch mit. Und schauen wir dann nachher mal, was Keklion noch zum Verkauf hat. Weil ab jetzt können wir ihm alle Belebersamen abkaufen. So, was haben wir denn hier? Oh, da haben wir schon eine B-Mission. Ja gut, eskortieren in die Riesenschlucht. Nein, danke. Das ist eine Escort-Mission, die ich mir eingehen lassen würde. Kleinhain U2, das ist nämlich nicht sonderlich schwierig. Wenn ich bedenke, dass ich mal eine Escort-Mission in die Magma-Höhle gemacht habe und ich die geschafft habe. Donnerberg-Escorte. Wo haben wir unsere Sachen jetzt nochmal? Komm, weg mit dir. Lapishöhle, Stahlberg. Da haben wir nichts von, ne? Die könnten wir theoretisch machen, aber will ich nicht. Was wären hier die Belohnungen? Ein Klargummi. Das ist alles. Wir könnten auch einfach diese Mission am Klirrberg machen. Das ist nämlich... Wir könnten mehr als eine Mission kriegen wir gerade eh nicht, weil wir keine zwei Jobs im selben Dungeon haben. So. So. Hast du Belebersamen? Ja, sogar zwei Stück. Drei Stück sogar. Schauen wir mal irgendwas, was wir ihm verkaufen können da. Nichts, was ich ihm verkaufen will davon. Aber Moment, ich habe doch da noch so eine TM, die ich ihm andrehen möchte. So, erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen. Gott, haben wir viele Gummis.
möchte jetzt noch was nehmen. Und zwar haben wir hier doch noch das Ding hier. Ja, dann kommen den Samen, verkaufe ich ihm auch gleich noch. Dann kann ich ihm zumindest noch ein weiteres Believer-Samen abkaufen. Zum einen kriegst du ja das hier. Und den kannst du auch haben. Und den Believer-Samen hätte ich dann gerne noch. Jetzt, wo wir unser ganzes Geld dafür ausgeben können. Einen Belebersamen lagern. So. Heute nehmen wir nochmal den Don Marcy mit, der muss ja schließlich noch ein bisschen hinterher leveln. So. Dann gehen wir mal wieder auf den Clearberg.